Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Challenge Run, und zwar dieses Mal The Pokémon Schwert nur mit einem Volley, und das bedeutet, wir spielen endlich mal wieder Generation 8. Ich würde sagen, es ist an der Zeit. Volley ist ein reines Normal-Pokémon von Route 1, und das Pokémon hat die Fähigkeit Flauschigkeit, die dafür sorgen kann, dass halt Attacken, die Kontakt herstellen, nur noch halben Schaden machen, aber dafür bekommt es doppelten Schaden von Feuerangriffen. Es hat also praktisch eine Feuerschwäche, wenn man diese Fähigkeit wählen sollte. Und die einzige andere Fähigkeit, die ich hätte haben können, ist halt Angsthase, was komplett nutzlos ist. Von daher habe ich eigentlich kaum eine Wahl. Aber die Fähigkeit kann auch wirklich nützlich sein, einfach deswegen, weil sie ja mehr oder weniger die Kampfschwäche negiert, die Volley mit sich bringt. Weil die meisten Kampfattacken stellen ja Kontakt her. Sowas wie Karateschlag beispielsweise schlägt ja quasi das Volley physisch. Wie auch immer, die Basiswertsumme ist hier bei 270, also es ist nicht das beste Pokémon, es gibt aber auch schlimmere. Ich muss aber leider sagen, dass wirklich alle Basiswerte nicht wirklich herausstechen. Die physische Verteidigung so ein bisschen, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Ihr wisst Bescheid, Freunde, das sind meine Regeln. Das sind dieselben Regeln, die ich immer verwende für meine One-Pokémon-Runs. Ich muss aber noch eine Sache dazu sagen. Wir werden heute nicht die DLCs spielen. Und wenn ich auf die DLCs angewiesen sein sollte, um irgendwie im Base-Game weiterzukommen, dann darf ich diese nur nutzen als letzte Option. Und das liegt daran, dass bei den DLCs jetzt nicht wirklich spannende Bosskämpfe dazugekommen sind, die für so einen One-Pokémon-Run eine richtige Relevanz hätten. Und generell sind die DLCs eher darauf aufgebaut, mit den Legis zu spielen bzw. diese zu encountern. Ich würde sagen, es macht keinen Sinn, die in diese Challenge-Runs mit einfließen zu lassen. Aber wie gesagt, als letzte Option darf ich halt aus Items aus den DLCs zurückgreifen, um irgendwie meinen Run zu retten. Das kommt auch in Frage. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ich habe mittlerweile noch einen weiteren Kanal, wo ich regelmäßig Pokémon-Openings mache. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, deswegen werde ich das Ganze mal verlinken. Und es ist vor ein paar Tagen auch mal wieder ein neues Video daraus gekommen, von daher schaut da gerne mal vorbei und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und bei den 45.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben, von daher werde ich schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem heutigen Run. Und ich kann schon mal eine Sache dazu sagen. Challenge-Runs in der 8. Generation sind deutlich schwieriger, als ihr jetzt vielleicht denkt, weil das Spiel tatsächlich ziemlich anspruchsvoll sein kann, vor allem mit nur einem Pokémon. Und speziell dieser Run hier war einer der bescheuertsten, die ich jemals gemacht habe. Aber warum das so ist, das werdet ihr noch sehen. Und ich würde sagen, wir starten auch heute mal wieder mit der war meine Starter-Pokémon. Und ich habe mich dieses Mal entschieden hier für den Wasserstarter, damit mein Rivale quasi den Feuerstarter haben wird, der mich praktisch sehr effektiv angreifen kann über Feuerattacken aufgrund meiner Fähigkeit. Es ist zwar keine richtige Schwäche, aber es läuft darauf hinaus. Und der Champ bekommt dadurch den Pflanzenstarter, gegen den ich auch nicht wirklich ein gutes Out habe. Bei Pflanzen-Pokémon hätte ich mit Volley nie sehr effektiv angreifen können, das lässt einfach Volleys Coverage nicht zu. Hätte ich allerdings einem von beiden den Wasserstarter gegeben, dann hätte ich den sehr effektiv angreifen können, überall Stromstoß, denn das kann Volley lernen über eine TP und das wäre vermutlich ein bisschen zu einfach gewesen, deswegen diese Wahl. Und dann ging es auch schon los hier mit einem Kampf gegen Hopp, aber der spielt hier tatsächlich keine Rolle, weil ich hatte logischerweise noch nicht mein Volley, weil das muss ich erst fangen auf der ersten Route. Und deswegen ist dieser Fight hier fürs Video eigentlich vollkommen egal. Ich blende ihn aber trotzdem mal ein, weil ich glaube, dass dieser Fight hier vielleicht doch mal relevant werden könnte, falls wir mal die Möglichkeit bekommen sollten, über ein Hack oder so, unseren Starter so richtig zu verändern. Weil ich denke, dass dieser Kampf hier mehr oder weniger gescriptet ist, mit halt Textnachrichten und so weiter. Und ich denke, es ist gar nicht wirklich möglich, hier einen Starter sofort an den Starterpunkt zu hacken, weil dieser Fight dann vermutlich sehr, sehr komisch ablaufen würde. Ich weiß nicht, ob das irgendwie umsetzbar ist, aber ich vermute, selbst wenn wir später mal Möglichkeiten bekommen, irgendwie Pokémon hier reinzuhacken, werde ich das erst machen können nach diesem Fight. Aber wie auch immer, für den heutigen Run habe ich wie gesagt Volley gefangen auf Route 1 und dementsprechend können wir jetzt endlich mit dem Run so richtig beginnen. Und ich habe hier besonders auf zwei Dinge geachtet, und zwar wollte ich halt ein weibliches Volley haben, falls ich später mal Anziehung nutzen sollte, als letzte Option. Ich dachte mir, das wäre eine gute Entscheidung und ich habe wie gesagt darauf geachtet, dass ich halt die Fähigkeit habe, die dafür sorgt, dass ich Kontakt herstellende Attacken etwas besser wegstecken kann, aber wie gesagt, dafür bekomme ich praktisch auch eine Feuerschwäche. Und dann kam ein richtiger Fight gegen Hopp, der jetzt wirklich auch, naja, spielbar ist mit Volley. Und dieser Fight hier hat es sogar in sich, weil der hat jetzt schon insgesamt drei Pokémon und sein Feuerstarter hat sogar schon die Attacke Glut. Also das wird jetzt nicht unbedingt angenehm für mein Volley auf Level 8. Er beginnt hier tatsächlich selber mit einem Volley und hier kann man sehen, warum meine Fähigkeit so unfassbar gut ist. Ich bekomme durch diese kontaktherstellende Attacken einfach praktisch gar kein Damage. Wenn ich ein Igler einsetzen sollte, bekomme ich sogar nur einen Schaden. Das kann sich wirklich sehen lassen. Das ist eine krasse Defensive.
Aber sein Volley kann stellenweise Heuler einsetzen, was jetzt nicht gerade toll ist für mich. Und danach kommt wie gesagt sein Hoplo und das kann er Glut spammen und ich mache dem kaum Schaden aufgrund von Heuler, von seinem Volley, aber auch von seinem Hoplo, das kann auch Heuler einsetzen. Und dementsprechend muss ich hoffen, dass Glut nicht eingesetzt wird, aber wenn es kommen sollte, werde ich schnell mal komplett zerstört. Letzten Endes musste ich bei diesem Fight hier darauf hoffen, dass Hoplo einfach Glut nicht einsetzt. Das Gute ist halt, dass die KI nicht unbedingt versteht, dass man die Fähigkeit besitzt, die halt kontaktherstellende Attacken etwas schwächt. Und dementsprechend weiß die KI nicht immer, okay, Volley hat praktisch eine Feuerschwäche. Und deswegen wird die KI das nicht immer abusen. Man kann also Runs bekommen, wo Glut praktisch gar nicht eingesetzt wird. Es ist nur unfassbar unwahrscheinlich und wie gesagt, Heuler vom Rivalen zieht diesen Fight hier sehr in die Länge, was die Möglichkeit deutlich schmälert, wirklich hier ungeschoren rauszukommen aus dem Kampf. Und dementsprechend bräuchte man eigentlich Crits, aber die habe ich leider nicht bekommen. Aber gut. Irgendwann konnte ich dann mal Zamaiko erreichen, das war sein letztes Pokémon, und das hat dann gespammt mit Silberblick, eine Attacke, die meine physische Verteidigung senken kann. Und somit wurden die Attacken von Maiko plötzlich doch gefährlich und ich musste aufpassen. Und ich habe dann selber angefangen, ganz viele Stardust-Attacken zu spammen, um auf Nummer sicher zu gehen, und es hat auch Gott sei Dank funktioniert. Aber ich glaube, das war der spannendste Rivalenfight am Beginn des Spiels, den ich seit langer Zeit miterlebt habe. Also Volley hatte hier ein sehr, sehr interessantes Matchup, würde ich sagen. Und man hat auch hier schon perfekt gesehen, wo die Downsides und die Vorteile dieser krassen Fähigkeit liegen. Das Blöde ist aber, Freunde, dass man direkt danach einfach nochmal gegen Hop kämpfen muss und der ist jetzt noch stärker geworden. Der hat zwar nach wie vor dieselben Pokémon, aber die sind jetzt besser gelevelt. Und das ist halt einfach mit meinem Volley auf diesem Level nicht mehr wirklich möglich gewesen. Ich wusste, man kann theoretisch hier gewinnen, zu einer sehr, sehr kleinen Wahrscheinlichkeit. Aber was bringt es großartig darauf zu grinden, weil die nächsten Bosskämpfe werde ich auf diesem Level hier sowieso nicht ansatzweise schaffen können. Und deswegen bin ich hier hochgegangen auf insgesamt Level 16, um die Attacke Doppelkick zu lernen. Ich möchte an der Stelle nochmal dazu sagen, dass es tatsächlich möglich wäre, Volley in der Wildnis auch mit der Attacke Stampfer zu fangen. Aber das ist eigentlich nur eine Zuchtattacke und von daher nicht erwünscht für diesen Run. Ich habe mir das verboten und habe deswegen sofort, als der Run hier gestartet ist, sobald ich konnte, Stampfer verlernt für Imitator, eine Attacke, die mir praktisch gar nichts bringt fürs Erste. Und somit bin ich halt ohne Stampfer angetreten und musste warten auf Doppelkick und damit hatte ich jetzt insgesamt einfach bei dem Fight hier ein etwas besseres Matchup und konnte tatsächlich den Kampf für mich entscheiden. War aber auf jeden Fall eine ziemlich coole erste Begegnung mit dem Rivalen, würde ich sagen. Wir werden Hop durchaus noch einige Male sehen. Bevor ich jetzt allerdings in der ersten Arena antreten konnte, musste ich auch noch gewinnen gegen Bittes und das ist mehr oder weniger der zweite Rivale, könnte man sagen, und das ist ein Psychotrainer. Das Gute ist aber, man kann tatsächlich vor dem Fight hier mit Volley bereits die Attacke Gegenstoß lernen über eine TM, die man finden kann. Und das ist ein Unlichtangriff. Das Schöne ist, Gegenstoß kann theoretisch 100er Base erreichen, wenn man Second geht, also wenn man quasi den Gegner zuerst angreifen lässt. Aber leider war ich hier bereits so überlevelt, dass ich schneller war als die meisten Pokémon von Bittes und von daher konnte ich auf diesen Boost hier nicht zurückgreifen und ich musste angreifen mit 50er Base, was sich halt jetzt in Grenzen gehalten hat vom Schaden. Und seine Pokémon haben gut Damage gemacht mit speziellen Psychoangriffen, die mich alle neutral getroffen haben. Spezielle Attacken, die keinen Kontakt herstellen, zu tanken, ist jetzt nicht gerade das Spezialgebiet von meinem Volley und von daher habe ich auf Level 17 hier nicht wirklich Land gesehen, obwohl ich das Ganze wirklich oft probiert habe. Als ich dann aber auf Level 20 angetreten bin, hat Bittes einfach angefangen mit seinem Monozyto auf Notsituation zu gehen, was mir sehr, sehr viel Schaden gemacht hat. Ziemlich bitter. Ich musste deswegen das Pokémon erstmal vorschwächen mit Doppelkick, aber ich habe trotzdem einiges an Damage bekommen. Und ich habe letztendlich nur gewinnen können, weil ich halt bei seinem letzten Pokémon einen Crit bekommen habe. Und es war immer noch sehr, sehr knapp. Also der Fight hier war für den Volley auf Level 20 eigentlich nach wie vor nicht ansatzweise konstant gewinnbar. Zumal er mich auch stellenweise verwirren kann und so Attacken einsetzen kann wie Spaßkanone, die meinen physischen Angriff senken, wodurch ich mal wieder deutlich schwächer werde. Und mit gesenktem physischen Angriff ist mein Volley einfach praktisch nicht einsetzbar. Ich war also extrem dankbar für diesen Crit. Aber damit konnte ich jetzt endlich antreten beim ersten Orden. Und das ist eine Pflanzenarena, wo ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, mit der Dynamaximierung, ein Feature, das der Generation 8 so ein bisschen ausmacht, aber lasst mich einfach erzählen. Er beginnt hier mit einem Cortini und ich wollte sofort rausfinden, wie viel Schaden ich machen kann, wenn ich Dynamaximieren sollte. Diese Dynamaximierung geht für 3 Runden und ich kann in der Zeit sehr viel stärkere Attacken einsetzen als normalerweise und ich habe auch mehr KP zur Verfügung und dementsprechend auch etwas mehr Bulk. Und ich konnte Cortini so tatsächlich relativ gut besiegen in 2 Hits.
Es hat eigentlich genau gepasst, also das Ganze hat relativ gut angefangen und ich habe auch bei Cortini jetzt noch nicht so viel Schaden eingesteckt. Danach allerdings kam sein Ace-Pokémon sofort und das kann ebenfalls Dynamaximieren. Und da kommen wir jetzt auch schon zu einem Problem, was ich halt immer habe, wenn ich in Generation 8 von Pokémon Runs mache. Diese Dynamaximierten Pokémon sind einfach unfassbar gefährlich. Ich hatte ja selbst sogar noch eine Dynamax-Runde und konnte dieses Pokémon einmal richtig gut angreifen. Aber seht ihr den Schaden? Das war absolut lächerlich, ich habe dieses Pokémon nicht mal im Ansatz besiegen können. Und dann ist meine Dynamaximierung abgelaufen und ich war nur noch ein normales Volley, was von deiner Flora, von dem Kotomi, einfach komplett zerstört wurde. Ich konnte also bei der Arena hier auf Level 20 nicht mal im Ansatz gewinnen. Ich wusste also, ich muss massiv Level grinden, aber das Gute ist, es geht bei dem Spiel hier auch relativ einfach und zwar, indem man Dynamax-Raids macht. Und das ist sogar gleich doppelt gut und zwar bekommt man hier nicht nur theoretisch einige Items, mit denen man halt etwas schneller leveln kann, man bekommt auch noch spezielle Items, die halt den KP-Wert von meinem Pokémon im Dynamaximierten Zustand permanent anheben können. Das heißt, man kann sein Pokémon ein bisschen upgraden, damit es im Dynamaximierten Zustand einfach etwas mächtiger ist. Und das habe ich jetzt sehr, sehr gerne mitgenommen und eines von diesen Steigerungs-Items bekommt man immer, wenn man so ein Raid gewinnen sollte. Und ich bin dann wiedergekommen zur Arena auf insgesamt Level 25. Und das Gute ist jetzt, ich hatte mittlerweile einfach etwas mehr Init und etwas mehr Schaden, den ich vorweisen konnte. Und ich konnte jetzt Cortini besiegen mit 2 Hits einfach so über Kopfnuss, was den Fight hier für mich deutlich erleichtert hat. Weil so konnte ich mir meine Dynamax-Runden aufsparen für halt wirklich das Kotomi, was deutlich gefährlicher ist. Und ich habe dann angefangen mit starken Attacken dagegen zu spammen. Mir ist aber eine Sache dabei nicht in den Sinn gekommen, und zwar hätte ich eigentlich den Dynamax-Angriff vom Bodycheck nutzen sollen, weil der eine bessere Basisstärke gehabt hätte. Das ist ein Missplay, was ich hier gemacht hatte, aber ich habe schnell dazugelernt und habe das dann später verbessert bei späteren Kämpfen, also macht euch jetzt keine Sorgen, das ist mir recht schnell aufgefallen. Ich habe aber generell bisher nur sehr wenig Gen 8 gespielt und wusste das nicht so ganz, beziehungsweise hatte es nicht auf dem Schirm. Je nachdem, welche Attacke man boostet über halt diese Dynamaximierung, ergeben sich unterschiedliche Grundstärken bei den Attacken und deswegen wäre es cleverer hier gewesen, auf Bodycheck zu gehen mit halt dem deinem Angriff. Es hätte etwas besser Schaden gemacht und ich hätte vermutlich das Pokémon hier reshotten können. Ist aber auch egal, für diesen Kampf hier hat es nicht gemattert und ich konnte auch so gut gewinnen. Auf Level 25 war Volley tatsächlich stark genug. Danach kam allerdings ein weiterer Kampf gegen den Rivalen und ich muss leider ehrlich sagen, dass der nicht so relevant war. Generell gibt es bei diesem Spiel hier viel zu viele Kämpfe gegen Hopp und die meisten davon sind eher überschaubar und er ist hier echt kaum stärker geworden im Vergleich zum letzten Fight, von daher werde ich mir das sparen. Danach allerdings kommt schon die zweite Arena und das ist jetzt die von Kate und das ist eine Wasserarena und die ist sehr, sehr viel interessanter als Hopp. Man muss dazu sagen, man könnte theoretisch schon vor dieser Arena hier die technische Platte für Stromstoß bekommen, das war aber bei mir leider nicht möglich, einfach deswegen, weil es bei mir leider in der Naturzone noch nicht angeboten wurde. Die Angebote von den technischen Platten in der Naturzone, die rotieren nämlich täglich und es ist RNG, ob man die richtige technische Platte am richtigen Tag kaufen kann. Und von daher musste ich es versuchen ohne die Attacke. Dieser Kampf hier ist aber wirklich schwierig. Sie hat zunächst mal einen Goldini und das spammt sehr gerne Agilität, wodurch man nicht so ganz auf Kopfnuss gehen kann, also Flinches werden nicht funktionieren, auch wenn man überlevelt ist. Und sie hat Aquawelle, eine Attacke, die einen sehr, sehr häufig verwirren kann und dann wird der Sieg natürlich sehr viel unkonstanter. Dann kommt ihr zweites Pokémon rein und das ist ein Picuda und das hat Whirlpool. Und das ist eine Wasserattacke, die mir kontinuierlich jede Runde Schaden macht. Es ist nicht gerade toll, wenn ich mit einem Pokémon antrete und ich keinen permanenten Schaden haben möchte. Und deswegen werde ich stark geschwächt zwangsweise ankommen beim letzten Pokémon und das ist ihr Dynamax-Kamalm, was mich einfach komplett zerstört. Ich könnte das zwar sehr effektiv angreifen über Doppelkick bzw. meine Dynamax-Kampfattacke, aber ich werde gar nicht zum Angriff kommen bzw. ja, ich könnte es nicht ansatzweise one-shotten. Ich denke, das ist jedem klar, ich hatte auf diesem Level hier praktisch gar keine Chance. Ich musste also zwangsweise hochleveln auf Level 32, um hier so richtig Land zu sehen und ich habe dann folgendes getan. Ich habe erstmal Kopfnuss gespammt gegen Goldini, um dagegen klarzukommen, bevor das halt Agilität spammt, um schneller zu sein als ich. Das kann stellenweise funktionieren und man muss hier keinen Schaden bekommen. Und dann kommt wieder Picuda rein und da habe ich jetzt angefangen tatsächlich mit Dynamax-Kampfattacken ein Angriffs-Plus-Setup aufzubauen. Und das ist eine Sache, die noch sehr, sehr entscheidend wird für diesen gesamten Run. Weil wenn man eine Dyna-Kampfattacke einsetzen sollte, steigt der physische Angriff von Volley um eine Stufe. Und das bleibt auch, selbst wenn es Dynamaximieren irgendwann ablaufen sollte.
Und dann kam das Kamalm rein und ich hatte noch eine Dynamax-Runde übrig, konnte das noch einmal angreifen, hab dann dessen Attacke relativ gut weggesteckt und dann habe ich angefangen hier, früher oder später, auf Gegenschlag zu gehen. Eine weitere Kampfattacke, die ich mittlerweile hatte und die macht mehr Schaden, wenn ich wenig KP haben sollte. Wenn mir also Kamalm hier extrem zusetzen sollte, werde ich immer stärker und kann das Pokémon irgendwann pulverisieren und so habe ich den zweiten Orden tatsächlich mitnehmen können. War aber wirklich schwierig für eine zweite Arena, also das Ganze ist schon ziemlich anspruchsvoll gewesen. Was aber wiederum nicht so spannend war, war jetzt der nächste Kampf gegen Betüss in einer weiteren Höhle, einfach deswegen, weil ich wieder Gegenstoß spammen konnte und dagegen konnte Betüss einfach nur sehr wenig machen, zumal ich aufgrund der Wasserarena ja auch wieder ein bisschen gelevelt hatte. Danach kam allerdings der erste Kampf gegen Mary und das ist mehr oder weniger meine dritte Rivalin und das war wieder etwas anspruchsvoller, weil die jetzt sehr viele Kampfattacken. Und hier war meine Fähigkeit mal wieder ziemlich praktisch. Ihr erstes Pokémon ist hier ein Glibunkel und das setzt Vergeltung ein, eine Kampfattacke, die doppelt so stark wird, wenn das Pokémon zuletzt angreifen sollte. Es hat also hier 120er Base mit Step und ich bekomme trotzdem nicht allzu viel Schaden. Und ich habe Schwäche, also wirklich die Fähigkeit war hier einfach nur Gold wert. Und dann kam ein Surokex rein und das beim Fußkick, eine weitere Kampfattacke, die mich eigentlich sehr effektiv treffen sollte. Allerdings wiegt Wolli nicht so viel und auch hier ist die Fähigkeit mal wieder sehr mächtig. Und dementsprechend konnte ich einfach Kopfnuss spammen und einfach auf Lynches hoffen. Doppelkick wäre zwar sehr effektiv gewesen, aber ich würde sagen Kopfnuss war hier dennoch die bessere Wahl. Und dann kam noch ihr Signature-Pokémon rein und zwar ihr Morpeko und das spammt sehr gerne Biss, eine weitere Attacke, die physischen Kontakt herstellt. Ich habe also hier insgesamt wirklich guten Schaden bekommen, also ich bin im tiefen gelben Bereich gelandet. Ich konnte aber nicht ansatzweise verlieren, einfach deswegen, weil mir Kampfattacken nicht so gefährlich werden können, wie man zunächst mal bei einem Normal-Pokémon wie Wolli annehmen kann. Die Fähigkeit ist einfach so entscheidend tatsächlich. Wo der Run allerdings so richtig eklig wurde, war bei der Feuerarena von Kabu, weil hier habe ich einfach ein grausames Matchup und wie gesagt, Freunde, aufgrund meiner Fähigkeit habe ich ja immer noch diese Feuerschwäche. Aber glaubt mir eins, Freunde, die Feuerattacken, die waren hier gar nicht das Kernproblem. Es ging mir eher um die Attacke Irrlicht. Das Ding ist halt, Kabu hat einen Vulnona, einen Arcani und einen Inferno-Pot. Und sowohl Vulnona als auch Arcani werden jede Runde Irrlicht spammen, praktisch ohne Ausnahme, bis ich endlich verbrannt bin. Und dann bekomme ich jede Runde Schaden und mein physischer Angriff, der halbiert sich. Und der macht Wolli so wenig Damage, dass ich auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise noch gewinnen kann. Zumal ich Inferno-Pot später im Giga-Dynamax-Zustand dann keinen Schaden mehr mache, das kann gar nicht funktionieren. Ich muss also beten, dass Irrlicht nie trifft, aber wie soll das funktionieren? Ich kann eine Fragia-Beere mitnehmen, aber dass Irrlicht permanent misst beispielsweise ist unfassbar unwahrscheinlich und die Fragia-Beere funktioniert nur bei einem Irrlicht. Und Arcani, was später noch reinkommen würde, wenn ich es überhaupt erreiche, hat auch Bedroher, eine Fähigkeit, die meinen physischen Angriff runtersetzt, ohne dass ich irgendwas dagegen tun kann. Ich wusste also, ich muss zwangsweise leveln. Und ich bin dann hochgegangen auf insgesamt Level 40, und ich hatte dann wirklich nach einer Weile einen richtig krassen Run. Ich habe es schaffen können, Vulnona sehr taktisch zu besiegen, mit zwei Hits und zwar mit einer Kampfattacke im Dynamax-Zustand und einer Normalattacke. Damit war ich auf plus 1. Dann kam halt Arcani rein, hat mich bedroht. Mein physischer Angriff ist mal wieder auf den neutralen Zustand runtergegangen. Aber dann konnte ich halt wieder eine Dynamax-Kampfattacke einsetzen und dann Arcani finishen über Risikotackle. Und währenddessen wurde ich von Irrlicht einfach praktisch gar nicht getroffen. Natürlich hat es eine Ewigkeit gedauert, diesen Versuch hier zu bekommen, aber ich habe es schaffen können, tatsächlich Inferno-Pot zu erreichen, ohne verbrannt zu sein. Und ich dachte, eventuell kann ich jetzt recht konstant gewinnen. Inferno-Pot allerdings ist das erste Giga-Dynamax-Pokémon des Runs und das hat sehr gefährliche Feuer- und auch Käfer-Giga-Dynamax-Angriffe. Und die tun leider so sehr weh, dass ich dagegen in keinster Weise anstallen kann. Ich hatte zwar mittlerweile die Attacke Watteschild, die gleich noch sehr wichtig werden wird, aber ich habe keine Zeit bei diesem Fight hier, das zu setupen. Das funktioniert nicht. Ich kann zwar damit meine physische Verteidigung stärken, aber wann soll ich das machen? Gegen die Irrlicht-Pokémon? Ich denke eher weniger. Ich brauchte also letztlich Level 45, um hier eine reelle Chance zu haben. Weil dann hatte ich die Möglichkeit, sowohl Vulnona als auch Arcani zu outspeeden mit Kopfnuss und die stellenweise flinchen zu lassen. Und somit konnte ich halt relativ konstant dafür sorgen, dass ich Arcani erreiche und auch schwächen kann, ohne dass meine Fragia-Beere verbraucht wird. Und dann konnte ich halt gegen Arcani wieder meine Dynamax-Kampfattacke spammen, um meinen physischen Angriff aufzuladen, um mich praktisch vorzubereiten auf das Inferno-Pot.
Und das kam dann halt wieder rein und ich konnte das dann auch tatsächlich besiegen. Ich habe aber wie gesagt Level 45 gebraucht. Die Pokémon von Kabu sind hier bestenfalls auf Level 27. Das ist schon eine gigantische Gap, aber das Matchup bei dieser Arena hier war einfach die Hölle. Volley wurde hier einfach komplett zerstört und ich habe selten gesehen, dass ich mit einem Pokémon so sehr bei einer frühen Arena gestruggelt habe. Man muss aber auch dazu sagen, dass Volley speziell praktisch gar nicht angreifen kann. Jetzt kommen wir allerdings zu der Sache, die ich eben schon mal kurz angeschnitten hatte, und zwar die Attacke Watteschild. Weil es geht jetzt weiter mit einem weiteren Hopfight und ich will auf den sogar eingehen, weil man hier prima die Attacke Watteschild erklären kann. Watteschild ist eine Statusattacke und es ist mit Abstand die beste Attacke, die Volley im gesamten Run lernen wird. Weil damit kann man seine physische Verteidigung um ganze 3 Stufen steigern. Das ist eine der heftigsten Boost-Attacken im gesamten Franchise. Und der gute Hopp hat hier praktisch nur physische Attacken auf seinem gesamten Team. Er hat hier ein Urgel, ein Salanga, ein Toxel und ein Kikerlo und die einzigen speziellen Attacken, die er besitzt in seinem gesamten Team, sind Säure auf seinem Toxel, das ist furchtbar, die Attacke ist wirklich nicht gut, und Kanon auf seinem Kikerlo, was nicht mal Stat besitzt, das ist eine normale Attacke mit nicht mal gutem Base-Schaden. Er kann praktisch gar nichts tun, wenn ich hier anfange, mein Watteschild zu setupen gegen sein Urgel, weil das kann wie gesagt nur physische Angriffe und es macht mir dann vielleicht so 2-3 Schaden, das war's dann. Ich muss wirklich an der Stelle sagen, die Attacke ist Gold wert und wir werden damit noch durchaus den ein oder anderen Instabin erzielen, weil gewisse Gegner einfach schlichtweg nur physische Angriffe besitzen und dann ist Volley natürlich fast nicht mehr brechbar, außer beispielsweise über Crits. Und aufgrund meiner Fähigkeit habe ich ja noch eine krassere Verteidigung bei Attacken, die Kontakt herstellen und das sind nun mal sehr viele physische Attacken. Dieser Fight hier wurde wirklich komplett trivialisiert. Ich werde jetzt aber nicht auf jeden Kampf ausführlich eingehen, den ich halt so gewonnen habe, weil ich denke, das wäre relativ langweilig, wie auch immer. Ich habe das jetzt hier mal eingeblendet, um euch zu zeigen, wie gut die Attacke ist. Danach kam allerdings der Arena-Fight gegen Zyda und das ist jetzt die Kampf-Arena-Leiterin und die kann mich sehr effektiv angreifen. Und die Frage war jetzt natürlich, ob mein Setup hier mit der physischen Verteidigung stark genug ist, um in der Arena hier gewinnen zu können, ohne weiter Level zu grinden. Das wollte ich jetzt rausfinden. Und die gute Zyda hat hier ein Capoeira, ein Pandrago, ein Lauchzelot und ein Mahomai in der Giga Dynamax-Version. Und selbstverständlich ist mein Setup hier gut genug. Ich will an der Stelle wirklich nochmal betonen, wie unfassbar lächerlich Volley dann werden kann, wenn man dieses Setup rausbekommt. Wenn man halt wirklich nur gegen physische Attacken spielt. Ich meine, Capoeira beispielsweise, was soll das denn einsetzen? Vergeltung? Ich denke nicht, dass das Schaden macht. Ich meine, plus 6 Defense, da kommt einfach nichts mehr durch. Egal was passiert, das einzige, was die gute Zyda machen kann, ist auf Crits zu grinden. Und das hat sie dann auch getan mit ihrem Pandrago und der Attacke Nachthieb, die eine erhöhte Crit-Rate hat und selbstverständlich war ich dann tot. Das kann passieren, weil das geht leider komplett vorbei an meinen Verteidigungsboosts. Wenn der Kampf allerdings vernünftig laufen sollte und ich werde nicht komplett weggecrittet, dann kann Zyda praktisch gar nichts machen. Ihr Capoeira hat nur Dreifach-Kick, Rückzug-Hieb, Konter und Vergeltung. Und Konter kann die KI jetzt nicht so gut einsetzen, von daher geht davon kaum eine Gefahr aus. Ihr Pandrago hat Patronenhieb, Überkopfwurf, Nachthieb und Kraftschub, also wie gesagt nur physische Attacken. Und wenn der Nachthieb hier nicht random critten sollte, ist Pandrago einfach unfassbar schnell tot. Ihr Lauchzelot hat Scanner, Schwertanz, Wirbler und Vergeltung. Es kann also auch wieder nur Vergeltung spammen letztlich, die anderen Attacken sind fast schon egal. Ein Schwertanz-Setup würde das Vieh gegen mich nicht wirklich rausbekommen und selbst dann würde sich der Schaden in Grenzen halten. Und hier Giga Dynamax Mahomai spammt halt physische Dynamax-Attacken. Auch das kann mir mehr oder weniger egal sein, wenn es nicht kritten sollte. Selbst der unfassbar krasse Angriffsstat von Mahomai bricht nicht mehr durch die Verteidigung von Volley. Wir können also festhalten, es ist an dem Punkt egal, was mich physisch trifft. Ich werde es definitiv überleben und das auch ziemlich gut. Das ist auf jeden Fall das Beste, was Volley zu bieten haben wird, im gesamten Run und zwar mit riesigem Abstand. Aber man muss sich halt eine Sache in den Kopf rufen und zwar ist diese gesamte Taktik hier ein unfassbar zweischneidiges Schwert. Sobald ich auch nur ansatzweise speziell angegriffen werde, schwebe ich wieder in übelster Gefahr und kann mich praktisch überhaupt nicht wehren. Und das sieht man jetzt auch schon beim Kampf gegen Beatus. Beatus ist hier wirklich kein starker Gegner. Ich bin mittlerweile fast Level 50, also komplett überlevelt, und er hat nur 4 Psycho-Pokémon, die nicht voll entwickelt sind, also der hat echt kein so krasses Team. Und ich outspeede auch praktisch alles mit Kopfnuss und kann den Gegner zu 30% flinchen lassen.
Aber wenn mich spezielle Attacken treffen sollten, dann fresse ich unfassbaren Schaden, obwohl ich mehr als 10 Level drüber bin. Seht euch diesen Fight hier an. Ich hätte Betis eigentlich auf so einem Level komplett zerstören müssen, aber das war einfach nicht der Fall. Hätte ich hier nicht unfassbares Glück gehabt und beispielsweise Crits bekommen und so weiter und ein paar Runden, wo die KI einfach dumme Angriffe eingesetzt hat, dann hätte ich hier nicht gewinnen können. Auch Trugträne beispielsweise, wenn das nicht gespammt worden wäre von seinem dritten Pokémon und es wäre vielleicht eher einfach die ganze Zeit auf Psychoangriffe gegangen, dann wäre ich hier gestorben. Und es hätte sogar gerne mal passieren können, dass ich hier dann eine ganze Weile gehangen hätte und vielleicht sogar hätte Level grinden müssen. Ich kann gegen spezielle Angriffe einfach nur sehr wenig tun. Was komplett absurd ist, weil ich ja gegen physische Angriffe mittlerweile praktisch unsterblich bin. Das ist das zweischneidige Schwert, mit dem wir jetzt weiterspielen müssen, aber ich würde sagen, dagegen können wir praktisch nichts tun, weil Volley ist halt einfach nicht das beste Pokémon und gewisse Schwächen muss ich einfach akzeptieren. Um dem allerdings so ein bisschen entgegenzuwirken, bekomme ich jetzt zwei Items vor der fünften Arena, die meinen Stall noch deutlich verbessern. Und zwar bekomme ich jetzt zunächst mal das Item Evolit, was meine Verteidigungswerte deutlich erhöht, weil ich halt kein voll entwickeltes Pokémon habe. Und ich bekomme auch die TM für Erholung, was mich voll heilen kann, aber dann schlafe ich für 2 Runden. Und das sind zwei wirklich gute Werkzeuge, um einfach besser unstallen zu können gegen gefährliche Pokémon. Gerade auch im speziellen Bereich. Wirklich sehr gute Buffs für Volley, die habe ich extrem gerne mitgenommen. Und tatsächlich kann man diese beiden Sachen auch direkt nutzen bei der fünften Arena. Und das ist jetzt die Feenarena von Papella. Und die beginnt hier mit einem Smogmog in der Galar-Version, was generell ehrlich gesagt ein ziemlich skurriles Design ist, aber okay, damit müssen wir wohl alle leben. Das Smogmog spammt hier sehr gerne Schlammbad und das ist eine Giftattacke, die mich zu 30% vergiften kann. Und das wäre normalerweise hier ein sofortiges Aus für mich, weil ich dann einfach nicht mehr weiter stallen könnte, beziehungsweise ich würde nicht mehr ihr gesamtes Team besiegen können. Das Schöne ist aber, wenn ich die Erholung in meinem Moveset habe, kann ich mir gegen Smogmog alle Zeit der Welt lassen und eine Vergiftung ist mir vollkommen egal. Ich kann also gegen Smogmog hier einfach dreimal auf meinen Dynamax-Kampfangriff gehen und meinen physischen Angriff extrem erhöhen und dann kann ich Smogmog irgendwann aus dem Weg räumen, wenn ich fertig bin mit dem Setup und dann kommt Flugkiefer rein und das ist ein physisches Pokémon, was nur mit Diebeskurs speziell angreifen kann und dagegen kann ich einfach Erholung einsetzen und es macht mir nur sehr wenig Damage. Generell wird Flugkiefer hier wohl eher auf Eisenabwehr gehen, um seinen eigenen Stall einzuleiten, was aber gegen mich nicht so gut funktioniert, weil ich kann Kopf nur spammen, es damit outspeeden und so lange flinchen lassen, bis es einfach tot ist. Es kann nicht Ewigkeiten gegen mich anstallen, irgendwann ist es schlicht und ergreifend besiegt. Und da ich auf plus 3 Angriff bin, mache ich auch ziemlich stabilen Schaden, muss ich an der Stelle sagen. Danach kam allerdings der Togekiss und das war durchaus ein kleines Problem. Das Blöde ist einfach, ich wollte mit möglichst vielen KP bei ihrem Pokusan ankommen und das ist ihr letztes Pokémon, was immer wieder Giga Dynamaxen kann. Und deswegen habe ich hier gegen Togekiss stellenweise Erholung gedrückt, obwohl ich es eigentlich hätte besiegen können, ohne Heilung gebraucht zu haben. Aber leider hatte ich gegen Togekiss einfach kein Glück und von daher hat es mich ziemlich hart genervt. Es hat beispielsweise auch einen Omniboost bekommen über Antikraft zu 10%, also das ist schon wirklich schlechtes RNG. Und dementsprechend konnte ich hier durch den ganzen Stall nicht so viel erreichen und ich hatte am Ende des Tages bei Pokusan dann doch nicht mehr so viele KP, wie ich eigentlich geplant hatte. Und somit kam es dann gegen das Pokusan zu einem Stall-Battle und zwar habe ich das erstmal geschwächt über Kopfnuss, um so ein bisschen Schaden reinzubekommen, aber als es dann brenzlig wurde, habe ich selbst Erholung eingesetzt und dann habe ich die Dynamax-Runden von Papella mehr oder weniger ausgestallt. Und da wurde Pokusan irgendwann wieder normal und konnte nicht mehr so viel machen. Ich muss aber an der Stelle noch dazu sagen, dass man generell bei dem Fight hier einige Buffs bekommt aufs eigene Pokémon, wenn man Quizfragen richtig beantwortet. Also, naja, ich bin deutlich mehr geboostet, als ihr jetzt vielleicht denkt und dementsprechend wird der Fight hier doch mal ein bisschen mehr trivialisiert. Man kann diese Buffs auch nicht ausstellen, das ist einfach eine Mechanik von der Arena und es ist auch so gewollt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Ganze ein bisschen deplatziert. Ich hätte das nicht beim Arena-Fight auch gemacht, also bei den normalen Arena-Kämpfen meinetwegen, aber nicht beim Bosskampf. Aber so ist es nun mal, das ist Pokémon Schwert, es hat stellenweise sehr merkwürdige Mechaniken. Aber wie auch immer, am Ende des Tages hat dann Papella versucht, noch mit Säurepanzer zu stallen, es hat aber nichts mehr gebracht und ich konnte gewinnen. Doch dreimal dürft ihr raten, Freunde, wer mal wieder nur physische Pokémon mitgebracht hat zum Rivalen-Fight. Ja, ich habe Hoppy mal wieder komplett zerstört mit Watteschild, er konnte absolut nichts dagegen tun. Ich musste aber Gegenschlag mitnehmen gegen seinen Trombok, weil er hat hier tatsächlich ein Geist-Pokémon und mit Kopfnuss und Doppelkick kann ich halt dagegen nichts tun. Dieser Fight hier war aber trotzdem komplett lächerlich und er konnte mir einfach keinen Schaden machen.
Und ich werde an dieser Stelle auch nicht wirklich über die Gesteinsarena reden, weil das ist der Inbegriff von physischen Pokémon und hier gibt es einfach gar keine speziellen Attacken mehr. Ich habe gefühlt 2 Schaden bekommen bei den meisten Pokémon und ich konnte das meiste sogar sehr effektiv angreifen über meine Dynamax-Kampfangriffe und später dann einfach über Doppelkick. Die Arena war einfach komplett lächerlich. Danach allerdings musste ich noch ein weiteres Mal gegen Hopp antreten, in noch einem Rivalenfight. Und dieses Mal war es sogar spannend, einfach deswegen, weil er einen Spolok dabei hatte. Und dieses verdammte Spolok von ihm ist sein Lied und das spammt sehr gerne Heuler. Und ich kann dagegen einfach gar nichts machen. Ich kann theoretisch das Spolok hier sehr effektiv angreifen über Doppelkick, aber die Attacke hat keinen Step-Off-Volley und der Schaden hält sich wirklich in Grenzen. Wir bekommen zwar auch beide Schaden über Hagelsturm, aber früher oder später werde ich Heuler hinnehmen müssen und das nicht nur einmal, sondern meistens 3-mal oder so. Und da mache ich einfach kein Damage mehr. Ich habe mich hier genauso gefühlt wie in der Feuerarena von Kabu. Es ist einfach nur komplett zum Kotzen, wenn ich keinen physischen Schaden mehr mache. Ich kann zwar hier natürlich mal wieder ein krasses Setup aufbauen und ich bekomme dann auch keinen Damage mehr von den Pokémon von ihm. Wenn ich aber jemals gecrittet werde, dann lebe ich sehr, sehr gefährlich und vielleicht reichen sogar meine AP nicht aus. Und der gute Hopp hat hier noch ein Cramor, ein Britzigel, ein Relaxo und ein Liberlo, also fast ein volles Team mit auch stellenweise wirklich defensiven Pokémon. Es macht keinen Sinn auf diesem Level hier, so wirklich anzutreten. Ich bin also insgesamt hochgegangen auf Level 58 und dann war dieser Fight hier auch nicht mehr wirklich schlimm. Ich wurde zwar stellenweise immer noch getroffen von Heuler, aber einmal Heuler kann ich wegstecken und durch die weiteren Level-Ups und so weiter bin ich ja noch ein bisschen stärker geworden immerhin. Ich kann zwar in keinster Weise wieder meine Stärke zurückgewinnen bzw. weiter setupen, ohne dass ich Dynamaxen kann, aber das ist, denke ich, in Ordnung. Dieser Fight hier hat sich aber nach wie vor extrem lange hingezogen und ich denke, ich werde das Ganze irgendwie verkürzt einblenden müssen, weil die Pokémon von ihm wirklich stellenweise viel stallen können und gerade beispielsweise Cramor hat auch eine sehr gute physische Verteidigung von sich aus schon. Es ist sehr, sehr nervig, der Kampf hier, aber am Ende des Tages wird ein Hopp nicht besiegen können, außer er crittet Volley in Grund und Boden, was natürlich ziemlich unwahrscheinlich ist. Warteschild ist einfach komplett broken gegen Hopp und das sieht man hier mal wieder. Es ist ein sehr gutes Out gegen den Rivalen von Generation 8. Der Kampf gegen Mary kurz danach war aber nicht so spannend, weil die hat überwiegend Unlicht-Pokémon, die Schwäche Doppelkick haben und ganz wichtig, Freunde, sie greift fast nur physisch an, also gegen Warteschild kann auch die nicht wirklich was machen. Danach kam allerdings die Unlicht-Arena von Ness und diese Arena hier ist wieder etwas spannender, einfach deswegen, weil Ness hier generell relativ viele Statusangriffe nutzt, die gefährlich werden können, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein und Dynamaximieren kann man bei dieser Arena hier gar nicht, also das ist der einzige Orden, wo Dynamax keine Rolle spielt. Und er beginnt hier mit einem Mirokex mit Bedroher, das bedeutet, ich starte mit minus 1 Angriff und ich kann mich nicht mehr pushen, weil ich wie gesagt keine Dynamax-Kampfangriffe nutzen kann für diesen Arena-Fight. Ich musste also permanent mit minus 1 kämpfen, was nicht so toll ist, weil Irokex ist hier ein Pokémon mit Sandwirbel. Und damit kann es stellenweise meine Genauigkeit senken, was diesen Fight hier extrem in die Länge zieht, beziehungsweise komplett Cancer machen kann. Aber Gott sei Dank hat Irokex das hier bei mir nicht eingesetzt, von daher war ich da ein bisschen lucky. Danach kam allerdings ein Barrikadax und das ist ebenfalls eine Gefahr, weil das kann die Attacke kontern, um Schaden doppelt zurückzuwerfen. Wenn ich also dem zu viel Schaden machen sollte, dann kann ich stellenweise One-Shot sein, wenn ich ihn beispielsweise random kritte oder so. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann generell eigentlich dagegen auch nur wenig machen. Am Ende des Tages ist es RNG, ob sich Barrikadax für Konter entscheiden wird oder halt einfach nicht. Das dritte Pokémon ist dann Calamanero, das ist relativ egal. Das kann zwar Nachthieb einsetzen, mit dem es stellenweise einfach etwas häufiger kritten kann, aber so unfassbar stark ist Calamanero nicht, von daher ist es jetzt keine gigantische Bedrohung. Ich würde sagen, das war sein schlechtestes Pokémon. Aber danach kommt noch ein Skuntank und das ist durchaus eine Gefahr, weil das kann hier Toxin einsetzen und es hat die Fähigkeit Finalschlag. Wenn ich also Skuntank besiegen sollte mit kaum noch restlichen KP, dann werde ich besiegt noch nach meinem Kill. Es wird also dann zum Unentschieden und falls sich bei so einer Challenge hier irgendwelche Unentschieden ereignen, zählt das leider als Niederlage, damit muss ich leben. Von daher ist es ganz toll wichtig, hier bei Skuntank einfach Erholung einzusetzen, um das Toxin zu heilen und dann muss man das Skuntank besiegen mit möglichst vollen KP, um nicht an Finalschlag zu sterben. Da muss man vorsichtig sein, sonst kann man hier tatsächlich noch verlieren, also das wäre ziemlich frustrierend. Ich kann euch aber eine Sache definitiv sagen und zwar, dass die 8. Arena deutlich schwieriger sein wird, als alles, was wir zuvor gesehen haben, kombiniert. Weil das ist die Drachen-Doppelkampf-Arena von Roy und die ist für One-Pokémon-Challenges wirklich komplett unfair
Und ganz ehrlich, Freunde, das Matchup hier ist auch nicht gerade toll für mich. Und als Partner habe ich hier nur ein nutzloses Level 1 Pokémon, was sofort One-Shot ist bei jeder Attacke, um es mir möglichst schwer zu machen. Das Blöde ist, dass Roy hier startet mit Libeldra und Brokkolos, und dieses verdammte Libeldra hat die Attacke Breitseite. Und das ist eine Drachenattacke, die immer beide Pokémon treffen kann in einem Doppelfight, und die senkt leider den physischen Angriff. Und ich kann einfach unmöglich gegen Libeldra und Brokkolos kämpfen, ohne nicht mehrfach Breitseite abzubekommen. Und das bedeutet, mein Angriff hier wird komplett gesenkt und ich kann mich dagegen praktisch nicht wehren. Ich meine, ich kann hier theoretisch irgendwelche Dynamax-Kampfangriffe spammen, um meinen Angriff hochzuhalten, aber ultra stark kann ich nie werden. Und deswegen zieht sich dieser Fight hier extrem und das ist doppelt bitter. Weil sobald man ein Pokémon gekillt haben sollte, kommt sein Sanaconda rein. Und dieses Sanaconda hat Erdkräfte. Und das ist eine spezielle Attacke. Und das geht komplett vorbei an meinem gesamten Setup mit Watteschild. Und das ist richtig kacke, weil jeder andere Angriff der gesamten Arena wäre physisch. Alle anderen Angriffe wären mir egal. Und wenn man das Sanaconda angreifen sollte, wird ein Sandsturm getriggert und Brokkolos macht zu Beginn des Kampfes auch einen Sandsturm, also passiver Damage ist auch die ganze Zeit da und Brokkolos kann auch stellenweise Sandgrab spammen für noch mehr passiven Damage jede Runde. Ich kann hier einfach nicht vernünftig stallen. Diese gesamte Arena hier ist komplett unspielbar für einen Volley auf diesem Level und dementsprechend dachte ich mir, okay, ein bisschen Level muss ich noch, das war mir bewusst. Und ich bin dann hochgegangen auf insgesamt Level 75. Und es klingt jetzt erstmal ziemlich drastisch, aber ganz ehrlich, Freunde, was soll ich denn anderes machen? Ich werde hier einfach komplett durchgereicht ansonsten, wenn ich hier nicht massiv Level grinde. Und ich muss leider sagen, auch Level 75 hat hier nicht so viel bewirkt letztlich. Ich meine, ganz ehrlich, ich Level Ups macht Wolli jetzt nicht so viel mehr Schaden als vorher. Und das Bitterste ist folgendes. Nachdem ich gelevelt hatte, ist mir aufgefallen, dass die Welter jetzt einfach noch deutlich häufiger auf Breitseite geht. Wodurch dieser Fight hier fast noch schwieriger wurde. Das hat mir praktisch nichts gebracht, dieses Leveln, weil die KI sehen kann, dass ich recht stark bin und dementsprechend spammt die KI dann Breitseite, um mich krampfhaft down zu halten. Als ich auf Level 60 ungefähr war, hat sie das noch nicht so drastisch gemacht, aber jetzt, naja, nutzt sie jede Möglichkeit gefühlt. Und das macht diesen Fight hier so unfassbar schlimm. Also diese ganze Kombination aus Brokkolos, Libeldra und Sanaconda. Und dann gibt es ja auch noch sein Giga Dynamax Pokémon, was ich auch noch loswerden muss. Und die Erdkräfte von Sanaconda können stellenweise meine Spezialverteidigung noch weiter senken, wodurch ich noch schneller sterbe. Ihr merkt schon, das Ganze funktioniert nicht so wirklich. Ich musste also tatsächlich hochgrinden auf Level 90. Ich bin 30 Level hochgegangen bei einer verdammten Arena. Das erinnert mich so ein bisschen an Ben und Svenja aus Smaragd, nur quasi auf Steroiden und nochmal deutlich, deutlich schwieriger. Einfach deswegen, weil das hier wie gesagt die 8. Arena ist und generell ist Gen 8 halt kein so leichtes Challenge-Spiel, also das muss ich wirklich festhalten. Auf Level 90 war dieser Kampf dann natürlich gewinnbar, weil ich mittlerweile komplett überlevelt war. Es war aber immer noch anstrengend und dieser Fight hier hat nach wie vor eine Ewigkeit gedauert. Ich kann mir vorstellen, dass es möglich wäre, diesen Kampf hier auf beispielsweise Level 80 oder so zu schaffen. Doch man müsste dafür praktisch durch die Hölle gehen und es würde einfach nichts bringen. Und warum es nichts bringt, Freunde, das werde ich gleich noch erklären, von daher hört mir einfach zu. Ich war also sehr dankbar, als ich endlich mal gewinnen konnte und Gott sei Dank hat das Grinding hier nicht so lange gedauert, einfach deswegen, weil man wie gesagt durch diese Raids und so weiter sehr, sehr schnell Level aufsteigen kann, wenn man das möchte. Euch muss aber jetzt eine Sache klar sein und zwar haben wir gerade ein Monster erschaffen. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem Grund, weswegen es vollkommen egal ist, auf welchem Level man jetzt gegen Roy gewinnen sollte. Weil die nächsten paar Bosskämpfe spielen sowieso keine Rolle. Es kommen jetzt tatsächlich kurz vor dem Finale noch sehr, sehr viele weitere Bosskämpfe, bevor ich letztendlich gegen Deleon antreten kann. Aber fast all diese Bosskämpfe bestehen ausschließlich aus physischen Pokémon. Es gibt ein paar Ausnahmen, auf die werde ich ausführlich eingehen, aber die meisten dieser Bosskämpfe hier sind komplett trivial. Und aufgrund von Roy bin ich ja sogar krass überlevelt, also werden die noch viel mehr trivialisiert und ich mache sogar stellenweise guten Schaden. Wir haben hier beispielsweise die gute Mary, die halt wieder eine Unlichttrainerin ist mit fast nur physischen Attacken, die kann mir komplett egal sein. Dann kommt wieder Hop, ebenfalls im Vorturnier vom Champ Cup und Hop ist generell ja die ganze Zeit physisch aufgestellt gewesen, bereits im gesamten Run und dementsprechend wird es euch nicht überraschen, dass er auch hier mal wieder ein ziemlicher Pushover war. Und er kann jetzt nicht mal mehr Heuler spammen, also ist er quasi mehr oder weniger noch schwächer geworden.
Danach geht's weiter mit Olivia, das ist die Assistentin von Rose, der ja im Laufe der Story dann böse wird, jetzt zum Ende hin. Und man muss dann gegen sie antreten im Rose Tower. Und hier muss man sagen, okay, die hat einige spezielle Pokémon mit dabei. Die beginnt hier beispielsweise mit einem Frostege und das kann sogar ihr Licht spammen und auch Doppelteam, was recht nervig ist. Aber am Ende des Tages ist es doch relativ egal. Ich kann einfach Gegenstoß mitnehmen, das Frostege besiegen und einfach hoffen, dass ich von ihr Licht nicht getroffen werde. Manchmal setzt es das auch gar nicht ein. Und dann kann ich bei dem zweiten Pokémon, einem Milotic, einfach anfangen, mit Kampf-Dynamax-Attacken mich immer stärker zu machen. Und die Milotic kann mich halt mit speziellen Attacken auch in keinster Weise aufhalten. Das ist eher ein defensives Pokémon und auch wenn ich hier beispielsweise auf Level 70 wäre, würde ich daran einfach nicht scheitern. Das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dementsprechend konnte ich hier ziemlich stark werden, Milotic besiegen und dann kam Amphira rein und das ist ein Feuer-Pokémon, was natürlich erstmal gruselig ist, aber das hat hier nur ein Eschern, nicht die krasseste Feuerattacke. Und die wird sogar von Amphira hier nicht ansatzweise immer eingesetzt, also das geht häufig gerne mal einfach auf Gift. Und dieses Gift beispielsweise kann mir egal sein, weil dieses Amphira hält jetzt einfach nicht mehr so viel aus, weil ich bin ja stärker geworden durch meine Dynamax-Attacken. Und dann kommt als nächstes Fruyal rein und später noch ein Giga Dynamax Deponitox. Und das sind beides reine physische Pokémon, gegen die ich einfach Erholung einsetzen kann. Und dann ist das Gift wieder weg, wenn ich möchte, also das kann ich jederzeit nutzen. Und die beiden letzten Pokémon hier machen halt wirklich überhaupt gar keinen Schaden, es sei denn, die würden permanent critten und selbst dann würde ich vermutlich überleben aufgrund meiner Fähigkeit, also selbst das wäre vermutlich vollkommen egal gewesen. Ich habe also auch Olivia sehr, sehr gut besiegen können. Das Ganze war zwar kein First Try, ich hatte stellenweise bei Frostege wirklich ein paar nervige Runden wegen Doppelteam und so weiter, aber als ich mal da vorbeigekommen bin, war der Kampf eigentlich mehr oder weniger entschieden. Und danach geht's weiter mit einem weiteren Kampf gegen Bitus und man könnte sagen, okay, das ist durchaus ein spezieller Trainer, der hat viele spezielle Attacken auf drei von seinen vier Pokémon. Er leadet hier allerdings mit seinem Flunkiefer. Und das hat tatsächlich hier nur drei Attacken und die sind Knuddler, Eisenschädel und Knirscher. Drei physische Angriffe. Ich kann also hier so sehr setupen, wie ich möchte und ich werde dahingehend einfach null gestoppt von seinem ersten Pokémon. Es hat zwar Bedroher, dieses Flunkiefer, also ich starte diesen Kampf hier mit minus 1 Angriff, aber das ist nicht ultra schlimm. Ich bin ja ein bisschen überlevelt. Aber auch wenn ich hier auf Level 70 wäre, könnte ich den Kampf tatsächlich sehr souverän gewinnen. Seine restlichen Pokémon sind hier ein Gardevoir, ein Galoppa in der Galarform und ein Zilembrim in der Giga Dynamax Version, aber selbst die Giga Dynamax Attacke von Zilembrim wird mich nicht komplett zerstören. Auch wenn ich hier auf einem kleineren Level wäre. Wie man sehen kann, habe ich ja selbst bei diesem Run hier nur Schaden bekommen im grünen Bereich, also ich bin nicht mal im gelben Bereich gelandet. Und meine geboosteten, soliden, neutralen Angriffe haben echt harten Schaden gemacht, einfach deswegen, weil ich halt durchaus ein paar Level drüber bin und dieses Kampfsetup ohne Probleme hier rauskriegen konnte. Also Bitus war zwar ein spezieller Trainer, größtenteils, er war aber trotzdem komplett trivial, einfach wegen seinem Lead-Pokémon. Und dann geht's weiter mit dem richtigen Champ-Turnier und da beginnen wir mit Kate. Das ist eine Wassertrainerin, die müsste doch eigentlich speziell sein, oder? Naja, das hier ist ihr Team. Ihr einziges spezielles Pokémon ist Pelipper und das ist ein Loser. Das macht wirklich gar keinen Damage und von daher ist dieser Kampf hier ehrlich gesagt ziemlich lame gewesen. Und danach kam dann Zyda ein weiteres Mal und das ist halt die Kampfarena-Leiterin und die hat praktisch nur physische Angriffe und die stellen auch praktisch alle Kontakt her, also die macht absolut null Damage, genauso wie auch schon bei ihrem Arena-Fight. Das war ja schon vorhin komplett trivial, deswegen muss ich, denke ich, hierauf nicht wirklich eingehen. Und dann kam wieder Roy. Und ja, Roy war bei der Doppelkampf-Arena ein riesiges Problem, das kann man nicht anders sagen. Wenn das Ganze hier allerdings rüberschwenkt zu einem Einzelkampf, dann sieht das Ganze dezent anders aus, muss man leider sagen. Das Ding ist, er hätte zwar eigentlich Pokémon, die mich aufhalten könnten, wie beispielsweise Kurtel oder auch sein Tortonator, also Feuer-Pokémon, sind durchaus am Start, aber die machen stellenweise den größten Bullshit. Kurtel beispielsweise macht durch seine Fähigkeit ja eine Dürre. Und dadurch will es jetzt unbedingt Solarstrahl spammen. Eine Pflanzenattacke, die zwar speziell ist, aber die ist halt gegen Volley nur neutral und Solarstrahl ist auf Kurtel jetzt nicht so ultra gefährlich. Es ist eher ein defensives Pokémon. Und deswegen war dieses Kurtel hier gar nicht mal so schrecklich, wenn ich ehrlich bin. Und das Tortonator ist halt ein Feuer-Pokémon mit der Attacke Panzerfalle. Und die KI will hier unbedingt diese Attacke auf Krampf durchbekommen. Und das kann man komplett nach Strich und Faden exploiten. Da kann einfach die KI nichts gegen machen. Das gute Tortonator wird so lange bis zum Erbrechen Panzerfalle spammen,
bis es die Attacke nicht mehr einsetzen kann. Und ich kann in der Zeit machen, was ich möchte. Und dementsprechend ist dieses Tortonator, ehrlich gesagt, auch ein ziemlicher Witz gewesen. Und das konnte mich in keinster Weise stoppen. Und die restlichen Pokémon von Roy sind jetzt nicht wirklich die größte Bedrohung. Ich meine, dann kommen noch Libeldra, Viscougon und Duraludon ein weiteres Mal in der Giga Dynamax-Version. Aber, naja, Libeldra und Duraludon sind physische Pokémon, die sind sowieso egal. Libeldra hat jetzt nicht mal mehr die Attacke, die meinen physischen Angriff senken kann. Und Viscougon, naja, kann mich bestenfalls neutral angreifen und ist jetzt auch nicht das stärkste Pokémon. Auch wenn ich hier nicht auf Level 90 wäre, könnte mich Roy vermutlich in keinster Weise aufhalten. Im Singlefight war er deutlich einfacher als in seiner Doppelkampfarena. Aber das habe ich jetzt auch nicht wirklich gewundert, weil Doppelkämpfe sind einfach für One-Pokémon-Runs wirklich reines Gift. Also da kann man sehr, sehr lange dran hängen. Allein schon Ben und Svenja in Pokémon Smaragd sind ja jedes Mal eine Riesenbedrohung und die sind deutlich schwächer als Roy in Pokémon Schwert und Schild. Wie auch immer, ich konnte Roy hier tatsächlich auch sehr, sehr gut besiegen. Was jetzt aber auch noch kommt, ist der Kampf gegen President Rose. Aber President Rose ist doch sicherlich so stark, dass er safe ins Video kommt, oder? Naja, Freunde, das hier ist sein Team. Er hat ein reines Stahlteam mit nicht einer speziellen Attacke. Ich weiß nicht, was hier passiert ist beim Game Design, aber Game Freak hat hier komplett verschissen und viel zu wenige spezielle Angriffe eingebaut. Die Kämpfe sind null ausgewogen und wenn man gegen physische Angriffe einiges parat hat, wie halt beispielsweise so ein Watteschild, der kann man die komplette zweite Hälfte des Spiels ziemlich hart trivialisieren. Und danach kommt dann das Finale mit den legendären Pokémon. Und da muss man stellenweise gegen die Legis antreten, aber einzelne Pokémon bekommt man immer irgendwie besiegt, also da kann man immer einen Weg finden, auch auf dem kleineren Level. Und der Raid-Kampf gegen das Endynalos wird sowieso von den Legis geführt, also man ist zwar mit dabei zusammen mit Hop, aber man leistet kaum einen Beitrag, das Ganze ist mehr oder weniger eine interaktive Cutscene. Es ist also ebenfalls für den Run hier nicht so relevant. Was ist also die Bilanz? Am Ende des Tages ist es egal, auf welchem Level man Roy macht. Man wird Deleon safe erreichen, ohne irgendwelche Probleme. Aber wie sieht's jetzt aus mit Deleon? Kann man den Champ auch so einfach besiegen? Ist er auch dermaßen geschenkt, obwohl ich hier nur mit einem kleinen Volley antrete? Das wäre doch ziemlich absurd, oder? Ich kann euch aber beruhigen, Freunde. Dieser Fight hier ist in keinster Weise trivial. Es ist nämlich ein furchtbares Matchup. Er beginnt hier mit einem Durengard. Und das ist halt ein Stahlgeist-Pokémon, das mit Königsschild stellenweise meinen Angriff senken kann, was ziemlich bitter ist. Ich darf also da nicht reinlaufen und ich bin gezwungen mal wieder Gegenstoß zu spielen, was mir einen Move-Slot blockiert und das ist jetzt nicht so ideal, aber okay, damit komme ich klar. Und dann kommen tatsächlich drei physische Pokémon, und zwar Maxax, Rihornior und auch sein Gortrom. Und gegen die drei kann ich logischerweise nicht sterben, weil ich habe ja wieder Watteschild. Ich kann das einfach taktisch einsetzen, bereits gegen sein Maxax, und dann kann ich sogar anfangen hier ein Stärke-Setup zu machen. Das ist an sich kein Problem. Ich kann Dynamax-Kampf-Attacken spammen und plötzlich werden Gegenstoß und Doppelkick hier relativ gute Angriffe, also mein Schaden, der kann sich dann sehen lassen. Natürlich dauert das hier so ein bisschen, bis man Maxax und Rihornior mit dieser Taktik gekillt hat, aber die können halt gegen einen nicht so viel machen. Das Maxax hat hier Gift-Hieb, Eisenschweif, Wutanfall und Erdbeben, alles Attacken, die mir mehr oder weniger egal sind, und das Rihornior hat Erdbeben, Steinkante, Vielender und Brandstempel. Brandstempel ist zwar eine Feuerattacke, aber die ist furchtbar auf Rihornior und hat auch keinen Step, dementsprechend kann mir das vollkommen egal sein und wie gesagt, im physischen Bereich ist mir sowieso alles vollkommen egal. Und dementsprechend sind die beiden Pokémon einfach geschenkt. Aber das Gortrom ist eine vollkommen andere Kiste. Dieses Pokémon ist zwar auch physisch, aber es kann leider Trommelschläge, was mich langsamer macht. Es kann Notsituationen, was dafür sorgt, dass ich halt einfach so viele KP bekomme, wie das Gortrom gerade hat. Und es hat Abschlag, was meinen Evolit entfernen kann. Ich werde also zwangsweise bei Gortrom massiven Schaden nehmen, beziehungsweise vielleicht sogar mein Item verlieren. Und die restlichen beiden Pokémon von Deleon sind ein Katapultra und ein Giga Dynamax Glurak, die beide Feuerattacken spammen können. Und die sind speziell. Toll, oder? An der Stelle wusste ich, jetzt habe ich richtig hart gelitten. Ich werde bei Gortrom für gewöhnlich einiges einstecken müssen, vielleicht sogar mein Item verlieren und der werde ich von seinen letzten beiden Pokémon absolut hops genommen und kann mich praktisch nicht wehren. Und die sind auch beide deutlich schneller als ich, also was zur Hölle soll ich hier machen?
Und ich bin dann panisch auf Level 100 hochgegangen und wusste, stärker kann ich jetzt nicht mehr werden. Wenn es jetzt nicht funktionieren sollte, ist einfach der Run gefühlt zu Ende. Ich meine, was zur Hölle soll ich machen? Ich konnte nicht mal meine Fähigkeit verändern, weil Fähigkeitenkapseln kann man, soweit ich weiß, nur bekommen in den DLCs. Und die darf ich ja nur nutzen als letztes Mittel, also konnte ich auf die nicht wirklich zugreifen. Ich musste also irgendwie gewinnen mit meiner Fähigkeit, die dafür sorgt, dass Feuerattacken gegen mich sehr effektiv sind. Und das sah für mich persönlich ziemlich unmöglich aus. Ich habe dann viel rumgetestet, muss ich sagen. Ich habe es geschafft, recht konstant immer wieder bei Gortrom anzukommen, aber Gortrom ist halt einfach ein sehr, sehr nerviges Pokémon. Man muss sagen, es ist möglich, die Nutzsituation auszustallen über Erholung, das ist theoretisch machbar und dann kann man eventuell Katapultra und Glurak mit sehr hohen KP erreichen, aber wenn man das tun sollte, dann wird halt dieses Gortrom, sobald es halt keine Nutzsituation mehr hat, anfangen Abschlag einzusetzen und wenn man Evolit weg ist, habe ich gar keine Chance mehr gegen Katapultra und Glurak, also da brauche ich es nicht mal mehr versuchen. Ich habe es ja stellenweise schaffen können, Glurak zu erreichen auf Level 100, aber die Versuche sahen trotzdem im Großen und Ganzen ehrlich gesagt ziemlich furchtbar aus und ich dachte, dass das Ganze überhaupt gar nicht machbar wäre. Ich war kurz davor, ehrlich gesagt hier aufzugeben und ich habe sogar im Community-Tab nach euren Vorschlägen gefragt, wie man an Fähigkeitenkapseln rankommen kann, also so verzweifelt war ich mittlerweile. Doch dann ist mir tatsächlich eine Sache aufgefallen und zwar ist es ja theoretisch möglich, das Ganze so perfekt zu timen, dass ich von Gortrom tatsächlich hier keinen Abschlag kassiere. Das bedeutet, ich habe es versucht zu schaffen, Katapultra zu erreichen mit relativ gesunden KP und mit Evolit. Und dann wollte ich quasi versuchen einfach, gegen die Flammenwürfe anzustallen. Ich kann hier Erholung spammen und einfach beten. Und Überraschung, Freunde, das ist möglich. Es ist unglaublich unkonstant. Und es darf kein einziger Flammenwurf ein Crit sein von insgesamt 15, die Katapultra hier gegen mich einsetzen kann. Aber es ist möglich, dagegen anzustallen und diese gesamten AP von Katapultra wegzustallen über mehrere Erholungseinsätze. Und da wird Katapultra irgendwann anfangen, auf Donnerblitz zu gehen und nicht mal wirklich auf Step-Angriffe. Und das bedeutet, es ist möglich hier, das Giga-Dynamax Glurak zu erreichen mit ziemlich gesunden KP. Das Blöde ist nur, dieses verdammte Giga-Dynamax Glurak vernichtet mich auch komplett mit vollen KP, wenn es das möchte, wenn es einfach nur auf Giga-Dynamax Feuerangriffe gehen sollte. Das ist aber nicht immer so. Es kann sich stellenweise für ganz andere Sachen entscheiden, beispielsweise ein Flugangriff oder Gesteinsangriff. Weil die KI checkt nicht so ganz, dass ich hier eine safe Schwäche habe. Und dementsprechend konnte ich hier in meinem finalen Versuch überleben, ganz, ganz knapp vor dem Tod. Und ich habe es dann schaffen können, Glurak zu two-shotten. Gott sei Dank, ich war kurz davor hier aufzugeben, dieser Champfight, der hatte es in sich. Und damit habe ich tatsächlich beweisen können, es ist möglich das gesamte Spiel Pokémon Schwert durchzuspielen, nur mit einem Volley bis zu den Credits. Aber ihr wisst Bescheid, Freunde, das reicht mir logischerweise noch nicht so ganz, weil es gibt ja auch noch das Postgame. Wir werden zwar wie gesagt auf die DLCs und so weiter nicht so wirklich eingehen, aber es gibt noch ein paar Postgame-Bosskämpfe im richtigen Base-Game und zwar sind die mal wieder gegen Hopp. Man muss dazu sagen, Hopp war bisher nicht mega stark, aber im Postgame hat er ganz am Ende sogar einen Zamazenta in seinem Team, also ein Legendary, und er hat 6 Pokémon, die alle Richtung Level 70 gehen, also er wird dann schon nochmal deutlich mächtiger und ich würde sagen, es macht Sinn, sich diesen Fight hier noch mehr im Detail anzusehen. Aber Überraschung, Freunde, er hat nur physische Pokémon. Er hat Zwolok, Relaxo, Britziegel, Cramor, Liberlo und Zamazenta. Und er hat nicht eine spezielle Attacke. Ganz ehrlich, Freunde, ich weiß nicht, wie ich das schönreden kann. Das ist grausames Game Design. Das kann man nicht anders sagen. Ab der 6. Arena oder so war plötzlich fast jeder Bosskampf im gesamten restlichen Spiel ein physischer Fight, mit praktisch gar keinen speziellen Attacken, die gegen mich eingesetzt wurden. Es gab noch ein paar Ausnahmen, so ein bisschen, aber halt auch wirklich nur im Ansatz. Olivia beispielsweise, also die Assistentin von Rose und auch Betis, haben noch versucht, ein paar spezielle Angriffe zu machen, aber das war's dann einfach. Wie kann das denn passieren? Ganz ehrlich, wer hat denn die Teams designt von halt einfach den Bosskämpfen bei diesem Spiel? Das muss doch irgendeinem bei Game Freak aufgefallen sein, dass gefühlt halt wirklich nur noch physische Angriffe vorkommen. Ich meine, ich kann hier reingehen mit einem Basis-Pokémon von Route 1 mit Watteschild und sweepe einfach durch alle Teams durch.
Ich meine, der gute Hopp ist hier auf fast Level 70 mit all seinen Pokémon und er hat quasi alles am Start, sogar ein Legendary, und er hat nicht den Hauch einer Chance. Er bräuchte einfach nur eine spezielle Feuerattacke und ich wäre am Ende. Ich könnte mich praktisch nicht wehren, aber das ist einfach nicht gemacht worden. Ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, was hier passiert ist mit dem Game Design, aber naja, ich war auch nicht darauf vorbereitet. Ich wusste nicht, dass das Ganze so ausgehen wird. Tatsächlich war der Run, nachdem ich Roy besiegt hatte, mehr oder weniger bereits entschieden und das Einzige, was noch in meinem Weg gestanden hat, war tatsächlich Deleon. Und der war richtig schwer, not gonna lie, also ich habe an dem wirklich lange gehangen, aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Run so ausgegangen ist. Das war wirklich sehr, sehr special. Ich denke, wir können an der Stelle wirklich festhalten, Pokémon Schwert ist seltsam. Man kann da wirklich lustige Runs machen, aber manchmal geht es halt dann auch so aus. Ich konnte nicht wirklich voraussehen, dass es so ausgehen wird, aber naja, so ist es nun mal manchmal. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Run hier in die Kommentare schreiben, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist egal, auf welchem Level man Roy schafft, weil am Ende des Tages muss man sowieso hier auf Level 100 gehen für den Champfight höchstwahrscheinlich und ja, dazwischen ist nicht wirklich eine Challenge gegeben, dementsprechend kann ich auf Level 70 auch die Bosskämpfe machen, die Richtung Deleon führen, das ist ziemlich irrelevant. Aber gut, weitere Pokémon, mit denen ich hier mal Runs machen soll, gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Denkt auch bitte an meinen neuen Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig Pokémon Openings mache, würde mich sehr freuen. Ich werde das Ganze mal in der Beschreibung verlinken, so wie immer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, bei den 45.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben, von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.